Und guten Morgen, Jimmy, und hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Bully auf dem Konfi-Kanal. Ein neuer Tag bricht an. Mit schlechtem Wetter, wie es aussieht. Wir haben eine Mission in Ted's Haus und Unkrautvernichter. Allerdings begeben wir uns Standort, wie immer, zuerst in die Schule. Sag ich. Erwähnen es immer wieder. Wenn wir die Fächer alle 5 Stufen einfach durch sind, müssen wir nicht mehr 10-fach hin. Sprich, wir haben mehr Zeit für andere Dinge. Müssen nicht immer darauf achten, auch dann in den Unterricht zu kommen. Werden dementsprechend nicht gesucht während der Unterrichtszeit von Präfekten, Polizisten etc. Und je nachdem, was man so hat, gibt es ja auch einen tollen Bonus ab und zu mal. Ich glaube, wir haben heute Kunst und Sport, schätze ich mal, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Aber wir kommen auch immer ganz genau zu Schulbeginn hier an. So, wunderbar. Kunst war, glaube ich, oben links, ne? Genau, sieht nach Kunst aus. Genau, Kunst 3. Ja, lass mich in Ruhe, ich mach doch gar nichts. Hallo, Mrs. Phillips. In this assignment, I'd like you to pay particular attention to the emotions you experience and try to get them onto the page. Ja, mach mal. So, wie immer, müssen das Bild freilegen. Ohne irgendwie von den Dingern, die hier schon auf uns zukommen, erwischt zu werden. Und die dürfen natürlich dann auch nicht unsere Linie kreuzen, ansonsten... Okay, was hat die Bombe jetzt gebracht? Sollte die nicht alle Gegner vernichten oder so? Zeit wird angehalten. Kann man einen großen Teil erledigen hier auf einmal. Noch ein paar Gegner mit ausschalten. Das war knapp. So. Aua. Okay, jetzt sind wir doch mit dem Radiergummi kollidiert. Wo bin ich denn da oben? Okay. Aber kein Problem. Machen wir es noch schnell zu Ende. Das nächste Bild von Miss Phillips. Und damit haben wir auch Kunst 3 bestanden. Nein, Privatstunden hatten wir nicht. Und was haben wir denn jetzt? Küsst du ein Mädchen, bekommst du nun 75% Gesundheit dazu. So. Große Pause. 2 Stunden am Tag haben die immer. Das wird ziemlich geil. Ja, aber was macht man in der großen Pause? Genau, eine Mission. Und wir sind schon an einer vorbeigelaufen. Und zwar am Unkrautvernichter. Schauen wir doch mal. Hello? You, boy, don't just stand there. Come and help! What do you want, sir? Why did you send for me? I sent for you? Oh, yes, I did. Look at that plant, boy. Magnificent, isn't it? Wunderbar. A crapula maxima fortissima. A rare and precious Venus flytrap. Unfortunately, there is a boy at this school, Darby Harrington, who was given such a plant from his father. His father is not a nice man. Darby is not a nice boy. They keep that plant to belittle my collection. There are 2 sides to biology, boy. Life and death. Do I make myself clear? Very clear, sir. You want me to kill Darby Harrington? Yeah, I'll get right on that. Not the boy, boy! The plant, boy! Kill the plant! Ach, Mann. Right. Das schon, wir können Darby töten. Oh, hätte Jimmy sogar gemacht, ne? Verkleide dich als Prep, ja. Jetzt hätten wir unseren Pulli wieder gebraucht. Dazu muss man nicht in den Jugendschlafsaal gehen, denn hier können wir uns doch auch umziehen. Können wir uns hier umziehen? Ja. Nee, können wir uns gar nicht umziehen. Das war eine Lüge. So. Ja, also wir haben es nun
Derby zu tun. Und Derby ist eben auch ein Prep, ganz zufällig. Also ihr merkt schon, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. In Kapitel 2, nachdem wir uns in Kapitel 1 mit den Bullies beschäftigt haben, haben wir es hier in Kapitel 2 mit den Preps zu tun. Und ja, quasi so wird das jetzt... Wo ist die Aquaberry Pulli? So wird das jetzt... Ach! Immer ablaufen, dass wir es einfach mit pro Kapitel geht zum Friseur und lasst dir die Haare schneiden. Das auch noch. Okay. Ich fürchte, wir werden nicht rechtzeitig zum Unterricht kommen. Aber egal. Nicht so schlimm. Ja, also wie ich schon gerade angefangen habe, in jedem Kapitel werden wir uns so mit einer Clique beschäftigen. Ich weiß gar nicht, war Kapitel 3 oder 4. Ich könnte auch mal auf dem Radar gucken und statt zu überlegen. Ja, also lasst euch überraschen. Vielleicht geht die Story auch nochmal ganz woanders hin. Schauen wir mal. Aber zuerst müssen wir zum Friseur gehen. Und dann wird man schon verfolgt. Grüß dich. Ach Gott. Ah, braver Junge. Wenn ich so in Erinnerungen habe. Achso, das ist ja alles die gleiche Frisur, bloß andere Farbe. Sahen die Frisuren alle nicht so cool aus. Was ist denn hier? Keine Ahnung. Frauenschwarm. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, wie hoch der Anteil der weiblichen Zuschauer ist, aber das Frauenschwarm-Frisur, ich weiß ja nicht. Und das hier sieht aus wie angeklatschter Russe, keine Ahnung. Elegant. Nee. Würde zwar vielleicht am ehesten in meine Richtung kommen, aber ich glaube, Jimmy steht am besten, der brave Junge. Mann, nicht ganz so dunkel, oder? Achso, komm. Zack. Betretet das Harrington House als Prep verkleidet. Also das Harrington House war ja auf dem Schulgelände der Preppy-Unterschlupf. Gleich haben wir es auch schon meins. Das Problem ist, wenn wir jetzt auch in den Unterricht gehen, ist die Mission gescheitert. Ich meine, gut, wir könnten die Mission ja gleich danach anfangen. Wir haben uns jetzt schon das Haare schneiden und Pullover kaufen erspart, dass wir quasi danach direkt zum Harrington House gehen können. Dass wir eben die Mission nochmal starten, das ist ja jetzt eigentlich nicht so das Problem. Ich glaube, das machen wir auch. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Dann haben wir uns zwar mit den Fächern mit Kunst und Sport auf einem Stand. Wir müssten nicht wegen einem Fach dann nochmal einen Tag quasi wiederholen. Starten wir dann danach die Mission einfach nochmal neu und dann. Grüß dich. Die Jocks sind auch noch nicht gut auf uns zu sprechen. Okay. So, Sport. Ja, wird die aktuelle Aufgabe beendet. Ist okay, machen wir so. Es geht wieder ans Ringen. Das heißt, wir lernen wieder neue Moves. Will der seinen Träger nicht mehr über den Arm ziehen? Ja, ja. Griff. Ach, den Takedown aus dem Griff heraus lernen wir jetzt. Das ist sehr cool. Ah, das mach ich zu schnell. Ja, komm. Ja, aufstehen. So, steh auf. Na los, Anweisung. Hochziehen. Das ist immer zu schnell gewesen. Es dauert aber auch ewig, bis er hier jetzt die nächste Anweisung ausspuckt, ey. Takedown. Knie. Oh, das tut weh. Knie-Drop Takedown freigeschaltet. Sehr schön. So, zack. Drei Schläge. Ja, die haben wir ja schon oft gemacht. Auch noch gern mal öfter wie drei Schläge. Das ist ja eigentlich nichts Neues.
Siege Fetty mit den Wrestling Moves, okay. Ja, wahrscheinlich ist das einfach nochmal so, vielleicht nicht unbedingt neue Moves, die man lernt, sondern quasi wird man darauf aufmerksam gemacht, was es hier alles so gibt. So, bleib auf der Matte. Naja, besiegen wir ihn diesmal eben ganz normal, anstatt ihn rauszuschubsen. Damit haben wir auch Sport 3 erledigt. Zweimal in Kunst und Sport sind eigentlich solche Fächer, die man eigentlich immer schafft, wo man nicht groß was verkehrt machen kann. Dann haben wir schon mal zumindest einen freien Tag. Lasst mich in Ruhe, ich habe euch nichts getan. So, ja. Unkrautvernichter wieder einmal. Jetzt geht's wieder ab in die Schule, wieder zum Biologielehrer. Und noch einmal den Wunsch, Derby Harrington zu töten. Nee, oder wer war denn jetzt der Anführer? Ted oder Derby? Ich dachte immer Ted, aber Derby. Der Preps-Unterschlupf ist ja das Harrington-Haus. Und Derby heißt ja mit Nachnamen Harrington. Das würde ja eigentlich Sinn ergeben, dass vielleicht die Bude da nach dem Chef benannt ist. Na gut, ja. Jetzt haben wir wieder unsere Mission. Wir treten das Harrington-Haus als Prep verkleidet. Das heißt, wir müssen nicht nochmal zum Friseur. Unseren Pulli haben wir ja auch noch an. Mal weg, Kleiner. Oh. Ja, das war so beabsichtigt, auf jeden Fall. Nennt mich Tony Hawk. Tony Hawk wäre ja auch ziemlich geil. Tony Hawk's Underground 2. Hätte ich auch mal Bock drauf. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Mein nächstes Projekt nach Bully habe ich mir eigentlich auch schon festgelegt. Aber darauf kommen wir dann zu sprechen, wenn es soweit ist. Wir sollen erstmal mit Biff reden. Grüß dich. Find und zerstört die preisgekrönte Pflanze. Die merken natürlich nicht, dass wir Jimmy sind. Wir sind jetzt so als Prep verkleidet und die Preps sind ja auch so in Massen vertreten hier überall, dass die natürlich nicht merken, wenn hier jemand Neues durchläuft. Kommen wir hier hoch? Nee. Die kennen und die fragen sich alle nicht, wer ist denn der? Sieht er nicht aus wie Jimmy mit einer anderen Frisur und einem Prep-Pullover, den er schon mal bei uns anhatte? Nein, ist ganz unauffällig hier. Benutze das Gift, um die Pflanze zu vernichten. Ja. Hier sehen wir sie. Das große Ding. Venusfliegenfalle. Und ganz zufällig ist daneben eine riesengroße Giftspritze. Unser nächster Bossfight, die Crapula Maxima. Grüß dich. Wurde natürlich als Vandalismus angeheftet. Aber na schön. Ah, hartnäckig. Aber langsam, aber sicher. Sit down. Und das finden die Preps natürlich nicht ganz so witzig. Verlasse das Harrington Haus. Natürlich. Hier, grüß dich. Aber, okay, das macht den quasi gar kein Damage. Das kann man vergessen. Irgendwie mit dem Gift anzugreifen. Zack. Beinfeger. Sprachfasching heute hier. Fasching nicht nur bei unseren lieben Zuschauern aus Nordrhein-Westfalen, sondern auch hier. So. Tür zuschließen. Keine Chance. Bringt nichts. Die schlagen einfach total kaputt. Den Rahmen, alles etc. ist nach 2-3 Schlägen total zerstört. Hier wieder. Zack. Grüß dich. Warte mal. Flieg mal da rein, weil da kommt doch meistens. Genau. Dich will ich. Grüß dich. So, gleich schöne Waffengewalt dazu. Können wir nicht einfach von der Terrasse springen oder so? Aua. Ey, du bist kacke. Erstmal beleidigen im Kampf. Und demütig. So. Der rennt jetzt weg und stolpert und ist quasi tot. Na, wer ist denn hier? Ach, du bist auch noch da. So. Na, mach doch mal ein paar Kombis, so wie ich das möchte. Okay, da gibt's noch mehr. Gibt's noch irgendwo was Waffenmäßiges oder so?
Aua, Biff. Na komm, hier. Du siehst mir aus wie der Stärkste, hä? Der Größte, der dicksten Ärmchen. Aua. Ja, kann auch einhauen. Aua. Lässt sich auch nicht packen. Kann keinen Takedown machen. Der haut uns auch ganz schön rein, meine Güte. Aua. Na komm, aua. Ich bräuchte mal ein bisschen Leben. Dankeschön. Aua. Das ist nicht nett, was du hier machst. Komm, das hier nicht. Ja. Bitteschön. So. Mit so einem Schild geht auch der gute Biff down. Kommt noch einer? Nein, das war's. War da ein Gegner quasi. Gibt's hier was? Verlassen wir das gute Ding mal. Belohnung $30 und irgendein komisches Schild, was wir da jetzt noch geklaut haben. Und Biff über die Rübe gezogen haben. Oh ja. Hier. Hast vergessen. Wir merken uns, solche Schilder kann man auch wunderbar als Frisbee verwenden. So, ja, kriegst gleich dein Gefallen. Jetzt ist er schon weg. Ich wollte bis noch kurz von dem Präfekten entkommen, aber jetzt möchte er nicht mehr, dass wir ihm einen Bodengang erledigen. Na gut. Teds Haus ist jetzt noch übrig. Aber wenn wir auf die Uhr gucken, in-game sowie die Uhr auf meinem Handy, die sagt mir nämlich, dass der Part vorbei ist. Wenn wir ihm geholfen haben. Wir auf den Mädchenschlafsaal mit Eiern. Na gut, dann machen wir das noch. Und okay. Ja, geh mal weg. Kann man hier auch irgendwie. Ja. 1, 2, 3. Kein Problem. Schnell $10 verdient. Hier kommt auch der nächste Bodengang. Bewirft den Jungschlafsaal mit Eiern. Ja, irgendein Idiot bewirft unseren Schlafsaal ständig mit Eiern. Na, wer das wohl gewesen ist. Hm. So. 1, 2, 3. Nochmal $10. Fix, noch einmal $20 verdient. Wunderbar. Ist auch nicht so schnell gehen würde. Meine Güte. Eier wieder sammeln. Wir benutzen uns den Schmiedebaukasten und sehen uns mal um. Da liegen... Ah, die Character Sheets, die da über unserem Speicherbuch hängen, die haben wir noch gar nicht gesehen. Ne? Wir hatten ja mal diese Charakterbögen-Mission, wo wir diese... Ja, Charakterbögen für dieses Spiel, Crotons und Gremlins, sammeln mussten. Die hängen jetzt hier auch schon länger über unserem Speicherbuch. Und genau darüber hängt jetzt ein Stück von dieser Pflanze, die wir zerstört haben gerade eben. Haben jetzt alles in unserem Zimmer. Was liegt denn hier noch auf dem Schreibtisch? Ist das auch noch was? Nee, das ist bloß random stuff. Ja, ich möchte gerne aus dem Zimmer des Raumes, danke. So, hier oben sitzt jetzt noch der Teddy, den wir für Pinky auf dem Jahrmarkt gewonnen haben. Warum auch immer wir den jetzt wieder haben. Hier auf dem Fenstersims steht jetzt unser Pokal aus dem Radrennen. Und, ja. Und ein Bild von Pinky haben wir jetzt hier auch noch an der Wand hängen. Genau unter dem Bild von Beatrice. Gut, war ein erfolgreicher Tag. Ich würde sagen, dass ich mich bei euch fürs Zuschauen bedanke und wir sehen uns in der nächsten Folge von Bully auf dem Konfi-Kanal wieder. Bis dann.